Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier im Einsteinforum. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind für den Vortrag von Dieter Hoffmann über die Operation Epsilon oder wie der Titel sehen Sie hier, Farm Hall und die Angst der Alliierten vor einer deutschen Atombombe. Ich freue mich auch, dass wir als Moderator Herrn von Rauchhaupt, Ulf von Rauchhaupt, verpflichten konnten, der extra deswegen aus Frankfurt gekommen ist. Sie kennen ihn sicherlich als Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bzw. der Sonntagszeitung. Und das nimmt mir auch die Pflicht ab, den Referenten vorzustellen. Das wird nämlich Herr Rauchhaupt gleich tun. Ich will nur eins Technisches noch vorweg sagen. Wir begrüßen ja nicht nur die unsere Besucher und Besucherinnen hier im Raum, sondern auch die, wie es so schön heißt, draußen im Land. Also unser Vortrag wird ja auch gestreamt. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder direkt über unsere Website oder aber Sie haben sich angemeldet. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und zwar indem Sie Ihre Frage eintippen in diese Q&A- oder F&A-Funktion. Bitte nicht in den Chat, sondern in diese Q&A-Funktion. Dann taucht das bei uns auf und meine Kollegin Franziska Bomski wird es dann einbringen mit in die Diskussion und verlesen. So viel dazu. Jetzt hat das Wort erstmal Herr von Rauchhaupt. Ja, vielen Dank und guten Abend auch von mir. Ich habe die große Ehre und Freude, heute Abend Ihnen Dieter Hoffmann vorzustellen, bevor er seinen Vortrag halten wird. Wir haben uns kennengelernt 1999, habe ich mich erinnert. Da ungefähr 1999, als ich Postdoc am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte war. Und Dieter Hoffmann war damals, zwar seit 1996, bereits wissenschaftlicher Mitarbeiter am MPI, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, und war dort auch weiter bis zu seinem Ruhestand vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr genau wann, blieb er dort tätig. Geboren ist er in Berlin und hat dort auch Physik studiert an der Humboldt-Uni und wurde dann 1976 promoviert. Und 1989 habilitierte er sich über Ernst Mach. Also da war er schon Wissenschaftshistoriker, schon längere Zeit. Und die Wende 1989, im selben Jahr seiner Habilitation, hat er erlebt als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften der DDR und war dann nach der Wende Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und auch Mitarbeiter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, habe ich irgendwo gelesen. Kurzzeitig. Kurzzeitig, okay. Alles nehmen, was. Und dann, als er schon längst bei Max Planck war, dann 2010 wurde er dann Mitglied der Leopoldina. Als Humboldt-Stipendiat, allerdings, wir hatten gerade kurz vorher darüber gesprochen, ist er auch dann zum ersten Mal mit dem Thema in Kontakt gekommen, um das es heute Abend geht, nämlich die Farm-Hall-Protokolle. Ich darf aber dazu sagen, dass sich das, also diese Edition dieses Buches oder deren Neufassung oder erweiterte Fassung wir ja heute hier vorstellen möchten, dass die erste Auflage erschien 1993, oder die erste Ausgabe, glaube ich, 1993, aber ordnet sich sehr gut in das Lebenswerk von Dieter Hoffmann ein, weil es ihm ging es immer erstens mal auch um biografische Fragen in der Wissenschaftsgeschichte, speziell in der Physikgeschichte, aber dann auch die Frage dieser Biografien, Wissenschaftlerbiografien, Randbedingungen wissenschaftlichen Arbeitens in gleich zwei totalitären Regimen, nämlich den Nazis und dann später der DDR. So, damit bin ich auch schon durch einigermaßen und freue mich jetzt sehr auf deinen Vortrag. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung.
Und ja, falls jemand hier von der Humboldt-Stiftung sein sollte, noch, wie gesagt, also ja, dieses und das Vorgehen ja, ist sozusagen dem segensreichen Wirken der Humboldt-Stiftung zu verdanken, weil ich zufällig damals 1992 in Washington, also an der Ostküste war und die Protokolle überhaupt erst da freigegeben wurden. Und ja, das Glück war sozusagen auf meiner Seite. Ich komme darauf noch mal kurz zu sprechen. Die deutschen Physiker werden ihrem Volk zu erklären haben, warum sie keine Atombombe gebaut haben. Dabei stehen sie vor dem delikaten Dilemma, entweder ihre fachlichen Unzulänglichkeiten einzugestehen oder sich dem Vorwurf zu stellen, die Kriegsanstrengungen ihres Landes sabotiert zu haben. Das heißt Landesverrat. Dies stellte Paul Rossbaut, Herausgeber des deutschen Wissenschaftsjournals Die Naturwissenschaften und langjähriger Informant des britischen Geheimdienstes, unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fest. Rossbauts sarkastisch-ironische Bemerkung zielt auf ein Thema, das zwar, folgt man insbesondere der angelsächsischen Literatur, bis zum heutigen Tag immer wieder mit sehr viel Emotionen geführt wird, dessen wissenschaftshistorischer Gehalt indes sehr viel nüchterner zu beurteilen ist. Nüchterner, wenngleich nicht weniger interessant und delikat, fallen diese Diskussionen nicht zuletzt vor dem Hintergrund jener Geheimdienstprotokolle aus, die Gegenstand des heutigen Vortrags sind. Und zu meinem jüngst erschienenen Buch geführt haben. In ihm sind Gesprächsausschnitte von 10 deutschen Atomforschern aus der zweiten Jahreshälfte 1945 dokumentiert. Diese Wissenschaftler waren von einer US-amerikanischen Spezialeinheit mit dem Tarnnamen ALSOS unmittelbar nach Kriegsende gefangen genommen und dann über verschiedene Zwischenstationen in Farm Hall, einer Residenz des britischen Geheimdienstes nahe Cambridge, für genau 6 Monate als Guest of His Majesty interniert und eben systematisch abgehört worden. Zunächst etwas zum Hintergrund der Aktion Operation Epsilon. Sie wissen sicherlich, dass im Winter 1938-39 Otto Hahn und Fritz Straßmann vom KWI für Chemie in Berlin-Dahlem im Ergebnis einer von Lise Meitner maßgeblich angeregten Versuchsserie experimentell nachgewiesen hatten, dass bei der Bestrahlung von Uran mit Neutronen der Atomkern zerplatzt und dass bei diesem Spaltvorgang infolge des kernphysikalischen Massendefekts ungeheure Mengen Energie freigesetzt werden. Nach dem Bekanntwerden dieser sensationellen Entdeckung war den Physikern weltweit klar, dass mittels einer Kettenreaktion die im Atomkern eingeschlossene Energie technisch und militärisch nutzbar gemacht werden konnte. Darauf hatte nicht nur der Berliner Physiker Siegfried Flügge, Kollege Hahns am Dahlemer KWI, in mehreren Aufsätzen, darunter auch in der Tageszeitung Deutsche Allgemeine Zeitung, aufmerksam gemacht. Und damit unter anderem mit dem drastischen Vergleich, dass mit der Energiemenge, die bei der Spaltung von 1 Kilogramm Uran freigesetzt wird, man den Wannsee, der größte der Berliner Seen, etwa 10 Kilometer hoch in die Stratosphäre befördern könnte. Solche physikalischen Fantastereien elektrisierte nicht nur Physiker, sondern auch Politiker und Militärs. Denn damit hätte man ja einen Sprengstoff, der alles bis dahin Bekannte in den Schatten stellen und eine immense geostrategische Bedeutung haben würde. In allen Wissenschafts- und Industrienationen war deshalb das Interesse an dieser fundamentalen Entdeckung groß. Und von dem Hintergrund der Verschärfung der weltpolitischen Lage, die am 1. September 1939 mit dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs eskalierte, wurden neben den wissenschaftlich-technischen Interessen verstärkt auch diesbezüglich politische und militärische Überlegungen angestellt. So hatten die Göttinger Physiker Georg Joos und Wilhelm Hahne in einem Brief vom April 1939 das vorgesetzte Reichswissenschaftsministerium über das enorme technische und natürlich auch wissenschaftliche Potenzial der neuen Entdeckung informiert. Und dieses lud noch im selben Monat führende Physiker zu einer Expertenrunde nach Berlin ein,
die die Aufnahme entsprechender Forschung für die Entwicklung einer Uranmaschine, heute würden wir Reaktor sagen, beschloss. Dieser erste deutsche Uranverein musste indes sehr schnell seine Arbeit einstellen, da das Heereswaffenamt von den Hamburger Physiker-Chemikern Paul Hartig und Wilhelm Groth ebenfalls und fast gleichzeitig entsprechende Informationen erhalten hatte, die auch explizit auf die Möglichkeit der Herstellung von neuartigen, höchst explosiven Sprengstoffen hinwiesen. Indem das Heereswaffenamt extensiv von seiner Möglichkeit Gebrauch machte, Wissenschaftler für den Militärdienst zu requirieren bzw. einzuberufen, im Zeichen des Krieges war dies eine Leichtigkeit sozusagen, und diese Wissenschaftler so dem Zugriff des Wissenschaftsministeriums zu entziehen, wurde im Spätsommer 1939 ein zweiter und letztlich der Uranverein gegründet, dem ein breiter Kreis deutscher Atomwissenschaftler angehörte. Vom Entdecker der Urankernspaltung Otto Hahn über führende Kernphysiker des Landes wie Walter Both oder Hans Geiger bis hin zu Werner Heisenberg, dem damals wohl bedeutendsten deutschen Physiker und Nobelpreisträger, sowie dem Verfasser des Schreibens Paul Hartig. Der Uranverein sollte, wie ein Referent des Heereswaffenamtes damals feststellte, alle Vorbereitungen treffen, die Frage nach der technischen Realisierbarkeit der Kernenergie eindeutig zu beantworten. Es wäre natürlich sehr schön, wenn es gelänge, eine neue Energiequelle zu erschließen. Sie werde mit großer Wahrscheinlichkeit auch militärische Bedeutung haben. Zitat Ende. Die vom Uranverein in der Folgezeit koordinierten Forschungen unterstanden bis 1942 direkt dem Heereswaffenamt und der administrativen Leitung von Kurt Diebner, einem Sprengstoffexperten, ausgebildeten Kernphysiker und Abteilungsleiter des Heereswaffenamtes. Damit verbunden war die Requirierung des Dahlemer KWI für Physik, was zur Emigration seines Direktors Peter de Bay führte, der als Holländer oder der seine holländische Staatsbürgerschaft nicht abgeben wollte, weil er jetzt sozusagen in geheimen waffentechnischen Entwicklungen des Deutschen Reiches hätte aktiv werden sollen. Nachdem man Anfang 1942 auf einer spektakulären Arbeitstagung des Uranvereins in Anwesenheit maßgeblicher Vertreter der NS-Forschungsbürokratie sowie hochrangiger Militärs Bilanz über die deutschen Uranarbeiten gezogen hatte, wurde das Uranprojekt wieder in die alleinige Verantwortung der Wissenschaft bzw. der maßgeblichen forschungspolitischen Gremien wie dem Reichsforschungsrat zurückgegeben. Verantwortlich für diese Rückstufung war die Tatsache, dass den Wissenschaftlern wie den politisch wie militärisch Verantwortlichen klar geworden war, dass Erfolge bei der Nutzung der Kernenergie nicht kurzfristig erreichbar waren, sondern einen mehrjährigen, vielleicht sogar jahrzehntelangen Vorlauf und immense Forschungsmittel erfordern würden. Diese Entscheidung stand im Einklang mit der deutschen Blitzkriegsstrategie, für die nur solche Rüstungsprojekte wichtig und kriegsentscheidend waren, die kurzfristig einen Beitrag für die deutsche Kriegsführung leisten konnten, aber nicht die Entwicklung neuartiger und für die aktuelle Kriegsführung nicht mehr relevanter Waffensysteme vorsah. Diese Engführung sollte sich schon bald mit dem Ende der deutschen Blitzkriegssiege als strategischer Fehler erweisen. Interessanterweise geschah die deutsche Rückstufung praktisch parallel zur amerikanischen Entscheidung, ein staatlich finanziertes und streng geheimes militärisches Forschungsprojekt ins Leben zu rufen, das auf die schnellstmögliche Entwicklung einer amerikanischen Atombombe fokussiert war und in dessen Rahmen im ganzen Land gigantische Forschungs- und Industriekomplexe und quasi aus dem Nichts aus dem Boden gestammt wurden. Dieses Manhattan-Projekt, so sein Tarnname, zählt bis heute zu den größten wissenschaftlich-technischen Projekten der Menschheitsgeschichte und war mit einem damals beispiellosen Etat von über 2 Milliarden US-Dollar ausgestattet und beschäftigte über 100.000 Menschen, vom Pförtner bis zu den hochkarätigen Ingenieuren und Wissenschaftlern. Seine Gründung erfolgte in der Überzeugung, dass man in einer direkten wissenschaftlich-technischen Konkurrenz zur entsprechenden Entwicklung in Nazi-Deutschland stehen würde und man unbedingt einer
deutschen Atombombe zuvorkommen müsse, um den gerade tobenden Zweiten Weltkrieg zu gewinnen und damit auch die Auseinandersetzung zweier antagonistischer politischer Systeme, Faschismus und Nationalsozialismus versus Demokratie. Die Entwicklung der Atombombe wurde also nicht zuletzt von Werten getrieben, was heutzutage in Diskussionen oft unter den Tisch fällt, wohl nur, und das vergessen wird und nur sozusagen auf die schrecklichen Implikationen einer Atombombe hingewiesen wird. Rückblickend lässt sich feststellen, dass man Anfang 1942 in Deutschland und in den USA hinsichtlich der Uranforschung über einen Erkenntnisstand verfügte, der sich nur unwesentlich unterschied. Man kann sogar von einem Gleichstand sprechen. Ein gutes halbes Jahr später hatte sich die Situation jedoch grundsätzlich verändert. Denn am 2. Dezember 1942 konnte Enrico Fermi, wie so viele andere Mitarbeiter des Manhattan-Projekts, war er nur wenige Jahre zuvor als antifaschistischer Immigrant nach Amerika gekommen, konnte Fermi also in Chicago die erste kritische Reaktoranordnung realisieren, vielleicht sogar der entscheidende Schritt auf dem Weg zur Atombombe. Damit hatte man in den USA binnen Monaten erreicht, was in etwa dem Stand des deutschen Uranprojekts am Kriegsende 1945 entsprechen sollte. Für Heisenberg waren deshalb rückblickend die 3 Jahre zwischen dem Frühjahr, wo diese Atomkonferenz stattfand und die Rückstufung erfolgte, und bis Mai 1945 ein auf der Stelle treten des deutschen Uranprojektes. Allerdings wusste man wechselseitig nichts über die jeweiligen Entwicklungsfortschritte, denn wegen ihrer militärischen Relevanz, zumal in Kriegszeiten, waren sehr schnell kernphysikalische Forschung weltweit unter strenger Geheimhaltung gestellt worden, sodass kaum mehr Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet publiziert wurden und Wissen unkontrolliert nach außen dringen konnte. So wussten weder deutsche Wissenschaftler, woran ihre amerikanischen Kollegen aktuell forschten und was ihr Erkenntnisstand war, noch war man in Amerika darüber informiert, in welchem Maße im nationalsozialistischen Deutschland Entwicklungsarbeiten für eine Atombombe vorangetrieben wurden. Vor diesem Hintergrund baute General Leslie Groves, der militärische Leiter des Manhattan-Projekts, im Jahr 1943, als die Landung amerikanischer Truppen in Europa bevorstand, eine militärisch geführte Nachrichteneinheit, wie schon gesagt, mit dem Codenamen Alsos auf, die zunächst in Süditalien und dann ab dem Sommer 1944 nach der Eröffnung der Zweiten Front in Westeuropa operierte. Diese sollte im Übrigen nicht nur für das Manhattan-Projekt relevante Informationen sammeln, sondern auch aktiv werden, wenn es Hinweise auf Waffen zur chemischen oder biologischen Kriegsführung geben sollte. Über die Zusammensetzung und Aufgaben des Spezialkommandos lesen wir in Groves bereits 1962 erschienenen Memoiren, Zitat, die Gruppe sollte sich aus 13 Militärs, einschließlich Dolmetschern und nicht mehr als 6 Wissenschaftlern, Zivilisten oder Militärs zusammensetzen. Zu ihr gehörten Leute, die fähig waren, durch Ausfragen und Beobachtung eingehende wissenschaftliche Informationen über Atomenergie herauszuholen. Ferner gehörten ihr Leute an, die mit dem Forschungsprogramm und Interessen sowohl der Vereinigten Staaten als auch Großbritanniens und so weit wie möglich unserer Feinde vertraut waren. Sie alle mussten allgemein über die Ausrüstung des Gegners Bescheid wissen und darauf vorbereitet sein, nicht nur militärische Laboratorien und Techniker ausfindig zu machen, sondern auch zivile Forscher, Techniker und Einrichtungen. Zitat Ende. Die ALSOS-Mission wurde von Oberstleutnant Boris Pasch befehligt, dem als wissenschaftlicher Berater der Physiker Samuel Goudsmit zur Seite stand. Mit Goudsmit, einem holländischen Migranten, war die Wahl auf einen Wissenschaftler gefallen, der als exzellenter Physiker von dem Rang eines Nobelpreisträgers, den Preis hat er allerdings noch nie bekommen, über die notwendige Fachkompetenz verfügte, doch bisher nichts mit dem Manhattan-Projekt zu tun gehabt hat, und so bei einer möglichen Gefangennahme kaum etwas über das streng geheime amerikanische Atombombenprojekt hätte verraten können. Hinzu kam, dass er fließend Deutsch und Französisch sprach, Holländisch und Englisch sowieso
und mit vielen deutschen Wissenschaftlern, nicht zuletzt mit Werner Heisenberg und Walter Gerlach, persönlich gut bekannt, wenn ich so gar befreundet gewesen war. Ihre Feuertaufe erhielt Grofs Spezialeinheit bei der Befreiung Süditaliens im Winter 1943-44. Die in Rom und anderen italienischen Forschungszentren gewonnenen Informationen waren jedoch so dürftig, die Italiener waren ja nicht in das deutsche Uranprojekt einbezogen, dass man unverzüglich in die Vereinigten Staaten zurückkehrte. Einen ersten Erfolg oder größeren Erfolg konnte ISIS im Sommer 1944 nach der Invasion des alliierten Expeditionskorps in Frankreich verbuchen. Zunächst begann aber auch hier alles mit einem Misserfolg bzw. einer Enttäuschung. Als Ende August 1944 Paris befreit wurde, gehörte zu den Vorauskommandos auch eine kleine Einsatzgruppe der ISIS Mission, die den prominenten französischen Kernphysiker Frédéric Joliot-Curie ausfindig machen sollte. Man wusste, dass während der Besatzung zahlreiche deutsche Wissenschaftler am Joliot'schen Institut und dessen leistungsfähigem Zyklotron gearbeitet hatten. Die Befragung Joliot-Curie brachten indes kaum neue Erkenntnisse. Mit Ausnahme der Tatsache, dass von den Deutschen in Paris wohl keine militärisch relevanten Forschungen, namentlich nicht zur Atombombe, betrieben worden waren. Ganz anders stellte sich die Situation drei Monate später dar, als Ende 1944 das elsässische Straßburg befreit wurde. Straßburg war Sitz einer sogenannten Reichsuniversität, an der zwei deutsche Atomforscher als Professoren wirkten und die auf der Fahndungsliste der ISIS-Mission ganz oben standen, Rudolf Fleischmann und Karl Friedrich von Weizsäcker. Insbesondere Weizsäcker hatte die Fantasie des amerikanischen Geheimdienstes erregt, findet sich sein Name dort bereits im inzwischen allseits bekannten Einschätzler-Brief an Roosevelt vom Sommer 1939, ganz rechts in der vorletzten Zeile, in dem die Möglichkeit des Baus einer deutschen Atombombe wohl erstmals in aller Schärfe öffentlich thematisiert worden war. Es war dann sozusagen eines der Anregungen, die in den USA dann zum Manhattan-Projekt führte. Allerdings nicht, was öfter so kolportiert ist, weil nun Einstein da eine Rolle gespielt hat, es wäre die Anregung gewesen. Also so blöd waren die Amis natürlich nicht. Sie wussten, was in dieser Entdeckung steckte. Als Schüler und einer der engsten Mitarbeiter Werner Heisenbergs, der gemeinhin als Kopf der deutschen Uranforschung galt, gehörte Weizsäcker zu den talentiertesten und leistungsfähigen jüngeren Physikern in Deutschland. Zugleich war er aber auch der Sohn vom Staatssekretär Ernst von Weizsäcker, einem der höchsten und einflussreichsten Beamten im deutschen Auswärtigen Amt, der zudem direkten Zugang zu Hitler hatte. Durch diese Verbindung, so amerikanische Vermutung, könnte die deutsche Regierung und nicht zuletzt Hitler persönlich über die Bedeutung der Urankernspaltung und ihr militärisch-technisches Potenzial aus erster Hand informiert gewesen sein. In Straßburg konnte man allerdings nur Rudolf Fleischmann ausfindig machen, der allerdings wenig auskunftswillig war. Als sehr viel ergiebiger erwiesen sich aber die Papiere und Dokumente, die man in Weizsäckers Büro noch vorfand. Aus ihrem Studium ließ sich erstmals ein unmittelbarer Eindruck darüber gewinnen, wie weit die Bemühungen, Kernenergie generell, doch vor allem militärisch nutzbar zu machen, in Deutschland gediehen war. Spätestens in Straßburg muss den Amerikanern klar geworden sein, dass es eine deutsche Atombombe nicht gab und auch nicht in der näheren Zukunft zu erwarten war. Dennoch war mit dieser Erkenntnis die Mission der Spezialeinheit keineswegs am Ende. Und man dachte auch nicht an eine umgehende Rückkehr in die USA. Schließlich waren die am Uranprojekt beteiligten Wissenschaftler und deren Spezialwissen ebenfalls Objekt des Interesses oder der Begierde. Namentlich Werner Heisenberg, von dem Groves meinte, dass er wertvoller als 10 deutsche Divisionen sein. So war dann die Alsace-Mission auch Teil der alliierten Verbände, die im März 1945 über den Rhein nach Mittel- und Süddeutschland vorstießen. Am 15. März besetzten amerikanische Einheiten Heidelberg, das ganz oben auf der Liste der Alsace-Mission stand. Am dortigen Heidelberger Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung betrieb Walter Bothe,
nämlich das einzige funktionsfähige Zyklotron Deutschlands, das für die kernphysikalische Forschung essentiell war. Auch wusste man, dass Bothe zu den maßgeblichen Mitgliedern des Uranvereins gehörte. Das Verhör Bothes brachte die erneute Bestätigung, dass das deutsche Uranprojekt einen mindestens zweijährigen Rückstand gegenüber dem amerikanischen Manhattan-Projekt hatte. Darüber hinaus erfuhr man, dass die Gruppe um Kurt Diemner vom Heereswaffenamt ihre Reaktor, ihre Experimente, die sozusagen von diesem Uranverein etwas separiert war, ihre Reaktorexperimente ins thüringische Stadt Ilm ausgelagert hatte und dort auch der administrative Leiter des deutschen Uranprojektes, der Bevollmächtigte des Reichsmarschalls für Kernphysik, Walter Gerlach, Zuflucht gefunden hat. Nachdem man Heidelberg zum temporären deutschen Hauptquartier der Alsace-Mission gemacht und entsprechende Räumlichkeiten im ehrwürdigen Physikinstitut am Philosophenweg rekrutiert hatte, machte sich ein Stoßtrupp ins etwa 300 Kilometer entfernte Stadt Ilm auf den Weg, doch kam man zu spät. Sowohl die Gruppe um Diemner als auch Gerlach waren vor den heranrückenden amerikanischen Truppen in Richtung Bayern geflohen. Mit ihnen war auch ein großer Teil der Laborausrüstung und wichtige Unterlagen abtransportiert worden bzw. verschwunden. Die Inspektion der verlassenen Labore und Büros bestätigte erneut, dass das deutsche Uranprojekt eher, Zitat, im Stile einer sehr armen Provinzuniversität denn als seriöses Atomenergieprojekt betrieben worden war. Nun musste nur noch Klarheit über die Gruppe um Heisenberg vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik gewonnen werden, die ebenfalls aus Berlin in den Südwesten Deutschlands ausgelagert worden war wegen den Bombenangriffen. Aus den beschlagnahmten Berichten wusste man, dass das Institut im Raum Hechingen sich befand. Aber in dieser Region operierten französische Einheiten, sodass man mit Unterstützung einer militärischen Sondereinheit an den französischen Linien vorbei auf Hechingen unabhängig vom Frontverlauf vorstieß. Am Vormittag des 23. April 1945 fuhren amerikanische Jeeps vor dem Ausweichquartier des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik in Hechingen vor und man begann ohne Verzug die Laboreinrichtungen, unter anderem die Isotopentrennanlagen von Erich Bagge und Kraus-Korsching, zu beschlagnahmen bzw. zu demontieren und die anwesenden Wissenschaftler zu vernehmen. Ohne Verzug deswegen, weil man sozusagen diese dem Zugriff der Franzosen entziehen wollte. Bei den Verhören erfuhr man, dass sich Heisenberg am Tag zuvor mit dem Fahrrad auf dem Weg zu seiner Familie nach Oberbayern gemacht hatte. In den Verhören gaben Wirz und Weizsäcker, die in Heisenberg die kommissarische Institutsleitung übertragen hatte, nach einigem Zögern das Versteckpreis, indem man das Uran und die Arbeitsberichte des Uranprojekts deponiert hatte. Das Uran war auf einem nahegelegenen Kartoffelfeld vergraben und die Berichte waren ganz prosaisch in einem zugelöteten Metallkanister in einer Jauchegrube versenkt. Beides wurde unverzüglich geborgen und zusammen mit den beschlagnahmten Apparaturen via Paris nach Amerika zur detaillierten Auswertung im Rahmen des Manhattan-Projekts gebracht. Das teilweise angereicherte Uran, das man vorfand, war auch in den USA eine Rarität und begehrt und wurde sogar noch für die ersten Atombomben genutzt. Auch die letzten Reste des Reaktorexperiments konnten die Alsace-Leute in einem ehemaligen Bierkeller im benachbarten Haigerloch besichtigen. Das ist das Bild da oben. Obwohl die Deutschen mit diesem Experiment vom Februar, März 1945 fast kritisch geworden waren, stellte sich auch hier der erzielte Forschungsstand als sehr viel bescheidener dar, als man ihn angesichts der amerikanischen Fortschritte auf diesem Gebiet hätte erwarten können. Dennoch wurde auch diese Anlage sorgfältig dokumentiert, komplett demontiert und dann die leere Reaktorgrube schließlich noch zerstört. Nachdem sich das deutsche Atomprojekt endgültig als Fata Morgana erwiesen hatte, von dem nicht einmal mehr ein
Überraschungseffekt zu erwarten war, stellte sich für die ISOS-Mission die Frage, was mit den Forschern selbst geschehen sollte. Der ursprüngliche Auftrag, den gesamten Uranverein aus Angst vor einer deutschen Atombombe auszuschalten und dingfest zu machen, war inzwischen gegenstandslos geworden. Was blieb, war die Furcht, die deutschen Atomforscher könnten ihr Wissen in den Dienst anderer Mächte stellen, wobei man vor allem an die Sowjetunion dachte. Doch auch Frankreich galt als unsicher Kantonist, war dort doch eine Volksfrontregierung an der Macht und mit Frédéric Joliot-Curie ein Kommunist sogar für wissenschaftspolitische Fragen zuständig. 1946 wurde er dann sogar Hochkommissar für Atomenergie. Und dem man unterstellte, dass er Spezialwissen oder andere Informationen zur Atombombe durchaus an die Sowjetunion weitergeben könnte. Also hatte damit eigentlich seinen spezifischen Beitrag zur Sicherung des amerikanischen, hatte nun seinen spezifischen Beitrag zur Sicherung des amerikanischen Atombombenmonopols zu leisten. Das war sozusagen jetzt die wichtigste Aufgabe. Hierzu war es beispielsweise nicht nötig, was immer wieder in der Diskussion unter Kollegen diskutiert wird, war es nicht nötig, Walter Bothe festzusetzen, der auch ein anerkannter Kernphysiker war, da Heidelberg, wo er lebte und arbeitete, in der künftigen amerikanischen Besatzungszone lag und er unter der unmittelbaren Kontrolle des Hauptquartiers der US-Army stand. In Stasi-Manier wurde er wohl bis zu seinem Tode abgehört. Zudem hatte er auch noch eine russische Frau, die er sozusagen aus der russischen Kriegsgefangenschaft des Ersten Weltkriegs mitgebracht hatte nach Deutschland. Hechingen, Haigerloch und Teifling, wo sich die ausgelagerten KW-Institute von Heisenberg und Hahn befanden, würden hingegen künftig zur französischen Besatzungszone gehören, sodass man hier nicht nur das oben erwähnte Uran sowie interessantes Forschungsgerät rekurrierte, sondern auch renommierte Forscher wie Otto Hahn oder Max von Laue, aber auch jüngere Forscher wie Erich Bagge, Hans Korsching, Karl Wirz und Karl Friedrich von Weizsäcker wegen ihres Spezialwissens zu Verhören ins Hauptquartier der ISOS-Mission nach Heidelberg verbracht wurden und sie dann vor der Rückkehr an die Rückkehr gehindert wurden. Im Tagebuch von Ernst Bagge findet sich, hier ist die Demontage des Atomreaktors zu sehen, ja, und hier der Abtransport von Hahn und den anderen genannten Physikern. Und Bagge schreibt in seinem Tagebuch, Zitat, kurz nach 8 Uhr werde ich im Wagen abgeholt. Der Abschied ist kurz und herzlich, es gibt im letzten Augenblick plötzlich viel Tränen, meint jetzt den Abschied von der Familie, und ich kann mich selbst nur schwer beherrschen. Kurz nach 9 Uhr setze ich eine lange Wagenkolonne vom Institut aus in Richtung Heidelberg in Marsch mit Professor Hahn, Professor Laue, Professor von Weizsäcker, Dr. Wirz, Dr. Korsching und mir. Ankunft in Heidelberg 16 Uhr. Heidelberg war aber nur Zwischenstation, wo die festgesetzten Physiker ausgiebig verhört wurden. Bereits nach wenigen Tagen, am 1. Mai, wurde die Gruppe per Auto nach Reims ins Hauptquartier der alliierten Streitkräfte gebracht, wo man am 8. Mai quasi live die bedingungslose Kapitulation Deutschlands erlebte. Nach einer weiteren Woche ging es per Flugzeug nach Versailles ins Château Le Chesnay, einem Internierungslager für hochrangige Nazi-Größen. Dort traf man aber auch das Raketenteam von Werner von Braun, die da auch zeitweise interniert und dann auf ihre über Transport nach Amerika warteten. Da solche zufällige Begegnungen eigentlich nicht gewollt waren und man jeglichen Kontakt der Gruppe zu Dritten zu unterbinden suchte, wurde bereits am 11. Mai in eine geräumige Villa bei Saint-Germain umgezogen, wo die Gruppe, Zitat, unter sehr angenehmen Bedingungen und mäßiger Bewachung fast einen Monat blieb. Inzwischen waren auch Diebner und Heisenberg, die Paschs-Leute während der ersten Maitage in Bayern dingfest gemacht hatten, zur Gruppe gestoßen.
Dazu kam dann noch Paul Hartek, der Spezialist für Isotopentrennung und schweres Wasser aus Hamburg. Und am 5. Juli schloss sich schließlich mit Walter Gerlach der Kreis der Gefangengenommenen. Bereits in der Woche zuvor war man erneut umgezogen und hatte nahe dem belgischen Städtchen Huy bei Lüttich in einem idyllischen Jagdschlösschen hoch über der Maas ein neues Domizil gefunden. Die häufigen Ortwechsel waren nicht nur ein Ausdruck der ungewissen Lage, in der sich die 10 deutschen Atomwissenschaftler befanden, zugleich zeigt es auch den strengen, geheimen und konspirativen Charakter der ganzen Aktion. Die deutschen Atomforscher sollten weitestgehend von der Außenwelt und damit von jeglicher Öffentlichkeit abgeschirmt werden, um keinerlei Spekulation hinsichtlich der einer Atombombe Nahrung zu geben. Zu dieser Abschottung gehörte auch, dass es zunächst keinen direkten Kontakt zu den in Deutschland verbliebenen Angehörigen gab und Briefe nicht nur zensiert, sondern auch über Wochen bis zum Einsatz der ersten Atombombe Anfang August zurückgehalten wurden. Diese 10 Leute waren also faktisch von der Bildfläche verschwunden und der Öffentlichkeit entzogen. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass im Frühsommer 1945 das Manhattan-Projekt in seiner entscheidenden Endphase befand und unbedachte Äußerungen, die die Aufmerksamkeit der Japaner, die ja noch im Krieg mit den USA standen, aber auch Mächten wie die Sowjetunion hätten erregen oder sie gar warnen können, dies musste um jeden Preis wegen des gewünschten Überraschungsmoments des Einsatzes einer Atombombe verhindert werden. Das kontinentale Europa mit seinen ungeordneten, ja chaotischen Verhältnissen war auf Dauer kein geeigneter Ort für eine Internierung der deutschen Atomforscher, die strengster Geheimhaltung und Konspiration unterlagen. Nachdem die Frage eines geeigneten Internierungsortes bereits Ende April an höchster Stelle wahrscheinlich sogar zwischen Roosevelt und Churchill diskutiert worden war, entschied man schließlich, die 10 deutschen Atomforscher nach England zu verbringen. Zur Diskussion hatte wohl auch die Verbringung der Gruppe in die USA oder nach Kanada gestanden und die Internierten selbst befürchteten sogar, dass man sie per Flugzeugabsturz oder auf andere Weise einfach liquidieren würde. Am 3. Juli 1945 flog die Gruppe von Lüttich mit einer Dakota zum Militärflughafen Thamesford bei Cambridge und von dort ging es direkt in einer Autokolonne nach Godmanchester. Ziel war das etwas abseits vom Dorf liegende Landhaus Farm Hall, den Erich Bagge in seinem Tagebuch beschreibt als etwa 250 Jahre alt, ein echter Backsteinbau, ohne besondere Architektonik, schlicht und einfach, aber doch gefällig. Zu ihm gehört ein großer Garten mit einer guten Rasenfläche, 2 alten, gewaltigen Bäumen. Die Einrichtung im Inneren ist ziemlich veraltet, aber doch freundlich und anheimelnd. Besonders froh sind wir über eine kleine englische Bibliothek, die uns allerhand Lustiges und Interessantes bietet. Bemerkenswert an der Innenausstattung des Hauses sind vor allem die vielen, vielen Bilder an den Wänden, die zum größten Teil aus der Zeit um die Jahrhundertwende stammen. Das Haus war für den gedachten Zweck also bestens geeignet. Nicht nur, dass es frei in einer parkähnlichen Landschaft stand und damit optimal abzuschirmen war, hiervor war eine etwa 10-köpfige Wachmannschaft abgestellt. Es hatte auch in den Jahren zuvor dem englischen Geheimdienst zur Ausbildung von Agenten gedient. Beispielsweise soll von dort jenes Kommandounternehmen aufgebrochen sein, das im Februar 1943 das norwegische Kraftwerk Fermorg mit seiner Schwerwasseranlage gesprengt und damit das deutsche Uranprojekt nachhaltig sabotiert hatte. Vor der Ankunft der deutschen Atomforscher war das Haus präpariert und in sämtlichen Wohn- und Schlafräumen, wie auch im Salon, waren Mikrofone installiert worden. Wie der englische Physiker und Geheimdienstmitarbeiter Harry Jones im Vorwort zur Neuausgabe von Goudsmiths Erinnerung Alsos bekannte, rechnete man damit, dass die deutschen Physiker intern über Dinge diskutieren würden, die sie bei den Verhören nicht offenbart hätten. Zitat Ende. Man war aber nicht nur in technischer Hinsicht präpariert, sondern hatte in Vorbereitung auf die Internierung
in Geheimdienstmanier, aber auch umfangreiche Personendossiers angefertigt, die jedoch wie auch die originalen Aufzeichnungen der Gespräche nicht überliefert sind. Erhalten sind jedoch Kurzcharakteristiken der Internierten vom Juli 1945, die Charakteristiken der Persönlichkeiten sind. So zum Beispiel wird Lauer als schüchter und sanfter Mensch beschrieben, Hahn als der Mann von Welt, der sich und von allen Professoren am hilfreichsten erwiesen hat und sein Humor sozusagen manche problematische Situationen gerettet hat. Heisenberg wird als sehr freundlich und hilfsbereit und geschildert, der ehrlich bemüht ist, mit den englischen und amerikanischen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, obwohl er auch davon gesprochen hat, zu den Russen zu gehen. Bei Gerlach wird seine heitere Wesensart gerühmt. Hartig ist eine charmante Persönlichkeit, die Schwierigkeiten macht. Hartig war Wiener. Diemner, nach außen sehr freundlich, hat aber eine unangenehme Persönlichkeit, der man nicht trauen kann. Und Weizsäcker, ein Diplomat, hat sich stets sehr freundlich und kooperativ gezeigt und ist, wie ich glaube, aufrichtig bereit, mit England und Amerika zusammenzuarbeiten. Aber er ist ein guter Deutscher. Ja, so geht es weiter. Korsching wird als ein völliges Rätsel bezeichnet, der einen verdrießlichen und mürrischen Eindruck macht. Er macht nur selten den Mund auf. Seit der Ankunft in England ist er jedoch menschlicher geworden. Ein spezielles Team des britischen Geheimdienstes hörte also die Gespräche über die Abhöranlage ab und schnitt Interessantes auf Platten mit. Interessant waren vor allem und aufzeichnungswert waren Gespräche, die Auskunft über den Stand der deutschen Uranarbeiten gaben, beziehungsweise die Atombombe, und spezielle Forschungsprobleme, wie zum Beispiel die Isotopentrennung, wo es auch große technische oder Wissensdefizite in den USA gab. Auch Informationen, die sich auf die Rolle und Stellung der Internierten in der NS-Zeit bezogen, und auch war man interessiert an wie sich sozusagen die Wissenschaftler, das ging schon aus den Kurzcharakteristiken hervor, zu einer möglichen Kooperation mit den Alliierten stellten und was sozusagen ihre eigenen Zukunftsperspektiven waren. Die Mitschnitte, die sich, Zitat, von unschätzbarem Wert erwiesen, da wir auf diese Weise verfolgen konnten, in welcher Richtung sich ihre Gedanken bewegten, wurden von den eigens dafür abgestellten Bewachern, zwei auch mittelrangige Militärs, ein Major Rittner und ein Captain Brody, Rittner war bilingual, der hatte in Heidelberg studiert, der sozusagen diese Mitschnitte detailliert auswerteten und dann die wichtigsten Gesprächspassagen ins Englische übersetzten und dies dann zu insgesamt 24 Berichten komprimiert worden, die direkt über den englischen oder amerikanischen Militärattaché in London in die USA geschickt wurden und dann über Groves dem Manhattan-Projekt zu verschlüsseln. Es gibt, wenn man sozusagen diese Archivalien im National Archive und auch dann in dem englischen Archiv sich anguckt, weniger als 10 Kopien gab es mal. Geprägt von 12 Jahren Nazi-Diktatur haben die deutschen Atomforscher die Möglichkeit, in ihrer Situation belauscht zu werden, natürlich in Betracht gezogen. Und der eine oder andere hatte auch nach Wanzen gesucht, zunächst allerdings ohne Erfolg. Nicht zufällig protokollierte der erste Bericht aus Formal ein entsprechendes Gespräch zwischen Kurt
Kurt Diemner und Werner Heisenberg. Irgendwann ist jetzt, funktioniert jetzt hier nicht. Wie kann ich denn jetzt hier weitermachen? Dieses können wir abhaken. Ach. Jetzt neu starten? Nee. Morgen erinnern. Okay. Vielleicht besser. Ja. Also es wird sozusagen ein Gespräch zwischen Diemner und Heisenberg protokolliert. Mikrofone eingebaut, lachend. Oh nein, so gerissen sind die nicht. Ich glaube nicht, dass sie die richtigen Gestapo-Methoden kennen. In dieser Hinsicht sind sie ein bisschen altmodisch. So Heisenberg. Allerdings, meine ich, hielt Heisenberg die Engländer nicht für unverbesserlich altmodisch und weltfremd. Mit seiner naiv-ironisch klingenden Antwort wollte er wohl weniger die englischen Bewacher in Sicherheit wiegen. Seine Bemerkung zielte wohl vor allem auf Diemner, dessen Sympathien für die Nazis nur allzu bekannt waren, sodass Heisenberg diesen eher deutlich machen wollte, dass die Schnüffeleien und die Übergriffe des Dritten Reiches endgültig der Vergangenheit angehörten und man sich nun in einem demokratischen Land befand. Dass sich Heisenberg und mit ihm auch die anderen Internierten durchaus der Möglichkeit bewusst waren, abgehört zu werden, macht insbesondere der Umstand deutlich, dass man sich zu vertraulichen Gesprächen in den Garten zum Rosenbeet zurückzog. Ob man nun abgehört wurde oder nicht, man befand sich nicht in der Sommerfrische, sondern in Gefangenschaft, wenngleich in einer recht komfortablen. Sorgen bereitete in Merry Old England noch ein anderes Problem. Der Status der Gefangenen war ungeklärt. Da keiner der Wissenschaftler Soldat bzw. Angehöriger der Wehrmacht war, ihnen noch keine Kriegsverbrechen zur Last gelegt wurden, schied für sie der Status eines Kriegsgefangenen bzw. Kriegsverbrechers aus. Ausweg bot und damit auch die ordentliche Inhaftierung, sage ich mal. Ausweg bot ein altes englisches Gesetz, wonach im Krieg Personen bis zu 6 Monaten nach dem Ermessen seiner Majestät ohne konkrete Begründung festgesetzt werden konnten. Von dieser Tatsache war den deutschen Atomforschern lediglich die Kurzformel Detained as Guest of His Majesty bekannt, woraus Otto Hahn das ironisch-sarkastische Wortspiel prägte, die Detainten, welche at His Majesty's Pleasure weltabgeschlossen im Farm Hall lebten. In normalen Zeiten hätte wohl manch einer, wie Wirtz rückblickend schrieb, viel darum gegeben, einmal mit viel Bedienung und reichlich Essen ein solches englisches Landhaus bewohnen zu können. Die allgemeinen der Bedingungen der Internierung in Farm Hall hat Otto Hahn in seinen Lebenserinnerungen treffend wie folgt wiedergegeben. Unser Leben in England konnte man ohne Übertreibung als luxuriös bezeichnen. Das Frühstück bestand aus Cornflakes oder Porridge, Schinken und Ei, Marmelade, Toast und Butter. Am Mittag und Abend gab es Rumsteaks oder andere Braten und sehr oft Pommes frites. Kein Wunder, dass wir alle rapide zunahmen. Der Unterhaltung und Bildung diente eine recht gute Bibliothek. Neben dem Radio lauschten wir oft den von Herrn Heisenberg auf einem Klavier vorgetragenen Sonaten von Beethoven. Nachmittag las Major Rittner manchmal einige Kapitel aus Dickens Roman vor, sodass wir unser Englisch verbessern konnten. Nach dem Abendessen wurde von den meisten bei Bier, das uns in beliebiger Menge zur Verfügung stand, gelegentlich spendierten auch die Bewacher sozusagen ein Whisky, wurde also am Abend vor allem Bridge oder Skat gespielt. Und an seine Frau Edith berichtete Hahn, dass sie, also die Internierten, auch einen Teil des großen freien Gartens betreten oder bedauern laufen dürfen. Allerdings sind wir ständig bewacht. Einige von uns arbeiten theoretisch, ich nicht. Dafür lerne ich auf der Schreibmaschine schreiben. Zu den regelmäßigen Aktivitäten in Farm Hall gehörte auch ein physikalisches Kolloquium, das zweimal wöchentlich ein breites Spektrum verschiedener und allgemein interessierender physikalischer Themen diskutierte und die Internierten reihum als Vortragende sah. Zur körperlichen Ertüchtigung spielte man Faustball und Tischtennis
Und Otto Hahn, wie schon eben erwähnt, verordnete sich zusätzlich längere Dauerläufe rund ums Rosenbeet. Sein Rekord war fast 10.000 Kilometer, also muss man fast schwindelig geworden sein. Angesichts der chaotischen und vielfach existenzbedrohenden Verhältnisse im Nachkriegseuropa und speziell in Deutschland waren die Zustände in Farm Hall fast paradiesisch zur Lente. Man hätte sich, wie Otto Hahn schrieb, wie in der Sommerfrische fühlen können, aber die andauernde Ungewissheit über unsere weitere Zukunft und die allzu dürftige Briefverbindung, also bis zum 6. August konnten sie zwar Briefe schreiben, aber bekamen nie eine Antwort, weil die zurückgehalten wurden, eben bis zu dem besagten Tag. Und das war doch für viele sehr nervenaufreibend. Ja, und dies, wie er sagt, die dürftige Briefverbindung erinnerte uns täglich an die Realitäten. Lassen Sie mich nun im abschließenden Teil meines Vortrags noch etwas systematischer auf die Farm Hall Protokolle selbst eingehen. Was findet der heutige Leser daran Besonderes? Auf einige Themen hat er schon eingegangen worden, wobei im Mittelpunkt der Protokolle die Reaktion der Internierten am Abend des 6. August stehen, nachdem sie in den Abendnachrichten der BBC vom Opfer der ersten Atombombe auf die japanische Großstadt Hiroshima und die dabei angerichteten ungeheuren Zerstörungen erfahren hatten. Der vierte Bericht, statt des sonst üblichen Wochenberichts, umfasst ja nur die beiden Tage vom 6. und 7. August, fasst die Reaktion der Internierten relativ ausführlich zusammen. Einleitend stellt er fest, das ist jetzt ein Text von der englischen Nachrichtenleute, die Gäste waren über die Nachricht äußerst verblüfft. Zuerst wollten sie sich nicht glauben und waren der Meinung, es handele sich um einen Bluff unsererseits, um die Japaner zur Kapitulation zu bewegen. Nachdem sie die offizielle Bekanntgabe gehört hatten, wurde ihnen bewusst, dass es sich um eine Tatsache handelte. Ihre erste und, wie ich glaube, aufrichtige Reaktion waren Äußerungen des Entsetzens darüber, dass wir diese Erfindung zum Zwecke der Zerstörung eingesetzt hätten. Speziell vermerkt das Protokoll zu Otto Hahn, der über die BBC-Meldung von Major Rechter wohl vorab informiert worden war, das Zitat, er von dieser Nachricht wie vernichtet war und sich persönlich verantwortlich für den Tod von Hunderttausend fühle, weil seine Entdeckung es gewesen sei, die Atombombe möglich gemacht habe. Hahn scheint so niedergeschlagen gewesen zu sein, dass Lauer und andere seiner Kollegen fürchteten, er würde Selbstmord begehen. Tatsächlich war die Überraschung perfekt und allgemein, denn keiner der Internierten hatte vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen und Schwierigkeiten auch nur am entferntesten mit der Möglichkeit gerechnet, dass die Amerikaner das ebenso schwierige wie kostspielige Problem der Entwicklung der einer Atombombe lösen und diese auch noch während des Krieges zum Einsatz bringen würde. Wenn man die Protokolle sieht, sieht man, dass sie, also in den Berichten über die Verhöre in Heidelberg und so, auch in der Memoirenliteratur, dass die Amerikaner irritiert waren, als Heisenberg und andere sozusagen die Amerikaner zur Kooperation im Grunde Aufforderung und hofften, dass man darüber gewisse Deals erzielen könnte. Und der hat das, deren Gefangenschaft gemildert. Und damit hatte man sich auch angesichts des wirklichen Stands lächerlich gemacht. Zunächst war es insbesondere Heisenberg, intellektueller Kopf der Gruppe, der am Volk der Alliierten zweifelte und die Meldung für einen raffinierten Bluff der Amerikaner hielt. Zitat, das hat nichts mit Atomen zu tun. Und weiter, in Wirklichkeit funktioniert sie überhaupt nicht. So seine erste beinahe apodiktische Reaktion. Die protokollierten Äußerungen machen zudem deutlich, dass bis dahin weder Heisenberg noch ein anderer Physiker des Uranvereins
genaue Berechnung über die kritische Masse einer Atombombe, eine der zentralen Größen oder einer zentralen Erkenntnis, die man für den Bau brauchte, oder auch nur konkrete Überlegungen über konstruktive Details einer Bombe angestellt hatten. Allerdings hielt Heisenberg nach einigen Tagen einen Vortrag zu den physikalischen Grundlagen der Atombombe, der recht detailliert und kompetent die Grundlagen der Funktionsweise einer solchen darlegte. Ein Nichtskönner war man also nicht, aber durch die amerikanischen Atombombe, wie Hahn in seinem Sarkasmus in der Diskussion zu diesem Vortrag feststellte, sind sie alle zweitklassig, oder sind wir alle zweitklassig, armer Heisenberg. Diese Episode, die ungläubige Reaktion der Internierten und speziell Heisenbergs einerseits und sein Vortrag andererseits dokumentiert, dass die in der Nachkriegszeit vielfach kolportierten Mythen und Legenden von einer vermeintlichen Verschwörung der deutschen Atomforscher gegen Hitler oder die Unterstellung ihrer fachlichen Inkompetenz an der historischen Wirklichkeit weit vorbeigehen. Belegt wird dies ebenfalls durch die nachfolgende Diskussion, also vom 6. August folgend, der man sich lebhaft und häufig auch sehr kontrovers mit der Frage auseinandersetzte, ob die Rahmenbedingungen im Dritten Reich überhaupt förderlich für die Entwicklung einer so neuartigen und große Ressourcen beanspruchende Waffe war. Ein am 8. August erstelltes Memorandum zu den deutschen Uranforschungen hielt diesbezüglich fest, dass die wissenschaftlichen Vorarbeiten gegen Ende 1941 zu dem Ergebnis geführt hatten, dass die Voraussetzung für die Herstellung einer Bombe im Rahmen der technischen Möglichkeiten, die Deutschland zur Verfügung standen, damals nicht gegeben zu sein schien. Die weiteren Arbeiten konzentrierten sich daher auf das Problem der Maschine. Zitat Ende. Dies war dann so wahr, wie es falsch ist, denn vor dem Hintergrund der in Farm Hall geführten Diskussion war dies ein erstaunlich einhelliges Votum über Ziel und Aufgaben des deutschen Uranprojektes. Sicherlich kann man herausstellen, dass im Mittelpunkt der deutschen Forschung die Entwicklung einer Uranmaschine, das heißt eines Reaktors, gestanden hat. Doch machen die Diskussionen auch deutlich, dass für einige der Internierten dies keineswegs das Endziel gewesen war. Verschiedentlich auch stolz auf die militärtechnische Relevanz ihrer Forschungsergebnisse artikuliert wurden. Ja, es ist auch diesbezüglich Kontakte zu einflussreichen Nazi-Größen gab, denen man die neue Wunderwaffe geradezu anzudienen versuchte. Typisch für eine solch diabolische Haltung ist die Feststellung Gerlachs und auch sein Verhalten dort, dass er, Zitat, dass er zwar Angst hatte, an die Bombe zu denken, aber ich habe sie mir als eine Sache der Zukunft vorgestellt. Derjenige, der mit dem Einsatz der Bombe drohen konnte, würde alles erreichen können. Eine sehr moderne, sozusagen, kann man etwas sarkastisch sagen, Feststellung. Auch Erich Bagge erinnerte wiederholt an die militärischen Dimensionen des Unternehmens. So, wenn er darauf hinwies, dass man sich auf der ersten Sitzung des Uranvereins, also im September 1939, die er zusammen mit Diebner vorbereitet hatte, explizit für eine Erforschung aller Fragen, auch der militärischen Aspekte der Kernenergie, ausgesprochen hatte. Das war 1939. Und zwei Jahre später kam noch ein weiterer Aspekt hinzu, der lange vergessen bzw. verdrängt wurde. Denn Friedrich Hautermans, ein Forscher, der nicht zum Uranverein direkt gehörte, sondern bei Ardenne auch an ähnlichen Problemen arbeitete. Dass Hautermans und Weizsäcker hatten unabhängig voneinander auf theoretischem Wege herausgefunden, dass das Uranisotop 238 durch Neutronenbeschuss, das heißt in einer Uranmaschine, in ein transuranisches Element mit der Massenzahl 239 umwandeln lasse, das sowohl stabil als auch spaltfähig sein würde. Der Nachweis dieses Elements gelang dann 1941 in Amerika, Glenn Seaborg, womit es neben dem Uranisotop 239, das sich sehr schwierig separieren ließ,
noch ein weiteres Element gab, das als Kernsprengstoff dienen und in jeder Uranmaschine erbrütet werden konnte, was die Amerikaner für die zweite Bombe auch gemacht haben. Damit hatte die so friedliche, weil energieproduzierende Uranmaschine stets auch eine militärtechnische Dimension. Weizsäcker hat dies wohl als einer der ersten in seiner vollen Bedeutung erkannt, meldet er doch im Umfeld seiner Entdeckung im Jahr 1941 beim Patentamt ein Patent zur Nutzung des neuen Elements, der als Bomber beim Deutschen an. Dass man die Uranmaschine bis zum unrühmlichen Ende des Dritten Reiches nicht kritisch bekam und 1945 sogar meilenweit von einer Atombombe entfernt war, dafür wollte Heisenberg weniger mangels Engagement oder gar eigenes Unvermögen verantwortlich machen, als vielmehr die zweifellos existierenden Reibungen und Antagonismen zwischen Staat und Wissenschaft im Dritten Reich. Zitat: Die Beziehungen zwischen dem Wissenschaftler und dem Staat in Deutschland waren derart, dass wir einerseits nicht hundertprozentig dazu entschlossen waren und dass andererseits der Staat uns so wenig Vertrauen entgegenbrachte. Was wäre nun aber geschehen, so fragt man an dieser Stelle, wenn es das versagte Vertrauen nicht gegeben hätte? Wenn das Heereswaffenamt bzw. Albert Speer auf dem eingangs zitierten Gipfeltreffen 1942 die nötigen Mittel für die Entwicklung einer Atombombe, also grünes Licht, bereitgestellt hätte. Hitler in der Atombombe und nicht in V1 und V2 die Wunderwaffen gesehen oder der Krieg sich hingezogen hätte. Fragen, die in den in Farm Hall geführten Diskussionen nur am Rande thematisiert wurden und schon gar nicht in ihren moralischen und politischen Konsequenzen. Dies gilt im Übrigen nicht nur für die Zeit der Internierung, sondern eigentlich für die gesamte Kernenergiediskussion der Nachkriegszeit, die in der Regel fein säuberlich die vermeintlich friedliche Reaktortechnik von den kriegerischen Kernwaffen entkoppelten und beider Zusammenhang kaum artikulierte. In diesem Sinne ließen die deutschen Atomforscher auch lange Zeit absichtsvoll die Auffassung des Publizisten und Zukunftsforschers Robert Jung widersprochen, die er in seinem Bestseller Heller als 1000 Sonnen 1955 aufgeschrieben hat. Zitat: Dass die in einer säbelrassenden Diktatur lebenden deutschen Kernphysiker der Stimme ihres Gewissens folgen, den Bau einer Atombombe verhindern wollten, während ihre Berufskollegen in den Demokratien, die keinen Zwang zu befürchten hatten, mit ganz wenigen Ausnahmen sich mit aller Energie für die neue Waffe einsetzten. Zitat Ende. Die Spuren für eine solche Auffassung, die mein amerikanischer Kollege und Freund Mark Walker treffend als Mythos von der deutschen Atombombe charakterisiert hat und eben die durch Jungs Bestseller eine weite Popularisierung erfuhren und bis heute gerade auch unter Naturwissenschaftlern wirkmächtig sind, diese Spuren des Jungschen Ansatzes für sein Buch lassen sich im Übrigen bis nach Farm Hall zurückverfolgen. Denn bereits dort, hatte der gleichermaßen scharfsinnige wie politisch gewiefte Karl Friedrich von Weizsäcker den Schlüssel gefunden, wie sich die wissenschaftliche Zweitklassigkeit des deutschen Uranprojektes und der vermeintliche Verzicht auf etwas nichts Gegebenes moralisch vergolden ließ. Zugleich ließ sich so auch der gordische Knoten des Dilemmas mit dialektischer Huspe durchschlagen. Bereits am Abend des geschichtsträchtigen 6. August hatte Weizsäcker bezüglich ihres offensichtlichen Scheiterns festgestellt, Zitat, dass wir uns jetzt nicht in Rechtfertigung ergehen sollten, wie es uns nicht gelungen ist. Vielmehr müssen wir zugeben, dass wir gar nicht wollten, dass die Sache gelingt. Zitat Ende. Und am Morgen des Folgetages stellte er in einem Gespräch mit Max von Laue fast pathetisch fest, Zitat, die Geschichte wird festhalten, dass die Amerikaner und Engländer eine Bombe bauten, dass zur selben Zeit die Deutschen unter dem Hitlerregime eine funktionsfähige Maschine herstellten. Mit anderen Worten, die friedliche Entwicklung der Uranmaschine fand in Deutschland statt, während die Amerikaner und Engländer diese grässliche Kriegswaffe entwickelten. Mit dieser Art und Weise
in dialektischer Eloquenz die dunklen Flecken auszublenden bzw. umzuinterpretieren, war, wie Laue 10 Jahre später an Paul Rossbrot schrieb, bei den Tischgesprächen, Zitat, bei den Tischgesprächen und Diskussionen vom Hall die Lesart gefunden. Die deutschen Physiker hatten die Atombombe gar nicht haben wollen, sei es, weil sie während der zu erwartenden Kriegsdauer für unmöglich hielten, sei es, weil sie überhaupt es nicht wollten. Führend war bei diesen Diskussionen Weizsäcker. Ethische Gesichtspunkte habe ich dabei nicht gehört. Heisenberg saß zumeist stumm dabei. Zitat Ende. Diese Lesart, die Jung wohl in einem längeren Vorgespräch zu seinem Buchprojekt von Weizsäcker vermittelt bekommen hatte, ging dann mit ihren ethischen Implikationen in Jungs Bestseller als ein zentraler Erzählstrang ein und erfuhr insbesondere in der angelsächsischen Physical Community natürlich stürmische Gegenreaktionen, denn man fühlte sich ob solcher Bewertung in die Schmuddelecke gestellt. Trotz solcher Kritik und der nachfolgenden wissenschaftshistorischen Diskreditierung als apologetisches Narrativ hat die Jungsche Darstellung bzw. Weizsäckers Lesart eine weite Popularisierung erfahren und ungedachtet der Arbeiten von Walker und anderen Wissenschaftshistorikern ist sie bis heute gerade auch unter Naturwissenschaftlern noch sehr wirkmächtig. Weizsäckers apologetischer Ansatz hatte im Übrigen auch noch eine zeithistorische Diskussion. Für mich persönlich. Als ich vor 30 Jahren das Vorwort mich mit der Ausgabe beschäftigte und das Vorwort zum Buch schrieb, schien mir die in Formal geführten Diskussionen brennend aktuell. Beim Untergang der DDR und dem nachfolgenden deutschen Einigungsprozess haben sich nämlich große Teile der Wissenschaftselite der untergangenen DDR im Sinne einer technokratischen Unschuld ebenfalls mehr oder weniger entschuldet, wenn es doch wenigstens eine Entschuldigung gewesen wäre. Noch in anderer Hinsicht sind die Farm-Hall-Protokolle eine zum Nachdenken anregende und zuweilen noch aktuelle Parabel über das offenbar zeitlose Verhalten deutscher Eliten, vielleicht auch aller, in Umbruchssituationen. Die Argumentationslinien bzw. Rechtfertigungen, die von einzelnen Internierten in den Gesprächen entwickelt wurden, ließen vor 30 Jahren bei mir und auch bei vielen Lesern der Protokolle gehörig die Ohren klingen. Etwa wenn Kurt Diebner erklärte, er hoffe, dass man vergisst, dass er Mitglied der Nazi-Partei war und er nur in der Partei blieb, weil er bei einem Sieg Deutschlands allein Parteimitglieder gute Anstellung bekommen hätten. Oder wenn er zusammen mit Bagge davon träumt, dass es wundervoll wäre, wenn wir Engländer werden könnten, um dort die unterbrochenen Forschung fortzusetzen. Andere Internierten hatten auch nichts gegen eine mögliche Fortsetzung ihrer Karriere in Argentinien oder gar in Russland einzuwenden gehabt. Vom schlechten Gewissen sind auch große Teile jener Gespräche geprägt, in denen Hilfeleistungen für gemaßregelte Kollegen minutiös aufgeführt und teilweise sogar als Widerstandshandlung hochstilisiert zu erinnern. Von Verantwortung oder gar Schuld, dass man einen verbrecherischen Staat häufig nur allzu bereitwillig gedient hatte, ist hingegen kaum die Rede. Vielmehr beklagt man ohne Unterlass die sicherlich nicht einfache Trennung von der Familie, die totale Abschirmung gegenüber der Öffentlichkeit und das vermeintliche Unrecht der Internierung. Obwohl die Internierten ausgesprochen zuvorkommend von ihren englischen Bewachern behandelt wurden, was ich ja eben beschrieben habe im Detail, und im Übrigen weit besser als die englische Bevölkerung, ganz zu schweigen von ihren deutschen Landsleuten verpflegt wurden, fällt einmal sogar das Wort KZ im Zusammenhang mit ihrer Internierung. Zitat, dass man doch jetzt nicht das Gleiche mit uns machen kann. Schließlich ist doch nun Frieden und was will man einem Volk denn auch alles zumuten, wo es doch gerade kapituliert hat. Ja, der Historiker sagt dann, kann dann vielleicht noch anfangen, wohlgemerkt bedingungslos. Anschließend sei noch ein paar kurze Anmerkungen zur weiteren Karriere der Internierten beim anstehenden Wiederaufbau und der Reorganisation des deutschen Wissenschaftssystems genannt. Hierzu waren auch schon in Farm Hall im Herbst und in Gesprächen mit führenden Repräsentanten des britischen Wissenschaftsestablishment geführt worden, beispielsweise mit Patrick Blackett, mit Charles Darwin
auch mit führenden Vertretern der Royal Society und Leuten des Geheimdienstes, die später in der englischen, britischen Besatzungszone einflussreiche Rolle spielen sollten. Allen Internierten wurden aus geheimdienstlichen Gründen auferlegt, in der britischen Besatzungszone zu verbleiben. Wobei anfangs selbst Reisen in die amerikanische und französische, in die SPZ sowieso, untersagt blieben oder erschwert waren. Dies erschwerte beispielsweise auch die Zusammenführung, die nach dem Rückflug nach Deutschland noch über ein Jahr teilweise auf sich warten ließ. Wichtiger Grund für diese Restriktion war die Furcht vor einer Abwerbung oder gar Entführung in den sowjetischen Machtbereich. Von Alswede, wo man ausgeflogen war, ging es im Frühjahr für die meisten nach Göttingen, die Universitätsstadt in der britischen Zone, die weitgehend unzerstört geblieben war und wo man in der einzigen aerodynamischen Versuchsanstalt, das alliierte Forschungsverbot fiel, Möglichkeit geschaffen hatte, dass Heisenberg hier sein KWI für Physik wieder einrichten konnte, zusammen mit Bagge, Korsching, Weizsäcker und Wirz. Otto Hahn, der von der Schwedischen Akademie während der Internierung in Farm Hall zum Nobelpreisträger gekürt worden war, nahm Abschied von der aktiven Forschung und übernahm in der Nachfolge von Max Planck das Amt des Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, das er bis sozusagen 1960 hatte. Paul Hartig kehrte nach Hamburg in sein altes Universitätsinstitut zurück und Walter Gerlach musste zunächst als Gastprofessor an die Universität Bonn gehen, um dann erst 1948 auf seine Münchner Professur zurückzukehren, denn München war amerikanisch. Dort wurde er im Übrigen zugleich Rektor der Ludwig Maximilian. Und Kurt Diemner schließlich, der Underdog, kann man fast sagen, und er häufig diffamierte, schließlich fand keinen Weg ins akademische Leben, sondern gründete in Hamburg eine Firma für Messgeräte und Sicherungstechnik. Man kann sicherlich ohne Übertragung feststellen, dass die 8-monatige Internierung eine Schicksals- und Solidargemeinschaft geschmiedet hatte, die sich in der Zukunft in verschiedenen Situationen bewähren und teilweise auch über den engen Kreis der Wissenschaft hinausreichen sollte. Zum Beispiel meine ich, dass die Wurzeln sozusagen für die Göttinger 18 hier in Farm Hall zu suchen sind. Doch das ist alles ein anderes Thema, das über den heutigen Abend hinausreicht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ah, okay. Wunderbar. Also, wir haben Zeit für Fragen. Wer traut sich? Dann fange ich mal an mit einer Online-Frage zu seinem Online-Kommentar von. Achso, ich brauche auch ein Mikro. Ja. Entschuldige. So. Wir haben einen Online-Kommentar von Helmut Meyer und eine Frage. Kommentar: Eine Engführung auf kurzfristige Vorhaben der Rüstungsforschung erfolgte nicht zu Kriegsbeginn, sondern erst 1944. Beispiele: Heereswaffenamt, V2-Luftfahrtforschung, Motorenforschung für Amerika-Bomber und V1-Kriegsmarine, Smart Weapons, selbstzielsuchende Torpedos. Das ist der Kommentar. Seine Frage haben Sie, glaube ich, in Ihrem letzten Teil des Vortrags schon beantwortet. Ich lese sie trotzdem noch mal vor. Welche Erkenntnisse gibt es, vielleicht auch neuere, durch die Farm Hall Quellenforschung zur Rolle der PTR, also Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, Physiker, bezüglich der deutschen Atomforschung? Spielt die Physikalisch-Technische Reichsanstalt in den Protokollen eine Rolle und welche im Uranverein insgesamt? Also in den Protokollen spielt sie keine zentrale Rolle, weil sie an sich ein Nebenschauplatz war. Für den zu erklären, die Physikalisch-Technische Reichsanstalt war die oberste meteorologische Behörde, die aber in so einem Hybridzustand nicht nur Meteorologie betrieb, sondern ihr Gründungsauftrag war sozusagen auch Grundlagenforschung zu betreiben. Unter anderem wurden da die Messungen gemacht, die dann zur Planck'schen Quantenhypothese führte. Die
der wichtigste Bezug ist, der Präsident der Reichsanstalt war der Hochfrequenzphysiker Abraham Esau, der zugleich den Fachbereich Physik des Reichsforschungsrates bis 1944 leitete. Und der zu diesem ersten ausgeboteten Uranverein gehörte. Und von da aus gab es immer gewisse Reibung zwischen dem Neuen und ESA, der sich weiter profilieren wollte. Inhaltlich war die Reichsanstalt mit Spezialuntersuchungen, ihre Kompetenz sozusagen in der Neutronenforschung wurde genutzt, um Querschnitte von Neutronen sozusagen zu messen. Das hat zum Beispiel der erwähnte Hautermanns, der von 1943 von Ardenne nach an die PTR geliefert war. Also es gibt keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse. Danke für den Vortrag. Ein paar politische Fragen. Mich hat sehr interessiert, was Sie sagten über die Angst der Amerikaner in den letzten Kriegsmonaten oder gar nach dem Krieg. Das weiß ich nicht, war schwer alles zu folgen, sehr, sehr reichhaltig. Angst davor, dass die deutsche Wissenschaftler Atomkenntnis erstens an die Sowjetunion verkaufen wurde. Da frage ich mich, soll ich sagen, was für Informationen hatten Sie, wie ignorant waren Sie, was verstanden Sie von Beziehungen zwischen Nazi-Deutschland und den Sowjetunion, oder habe ich das falsch? Zweitens, die Angst vor den Franzosen. Und da war ich überrascht, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass Joliot Curie während der Besatzung Frankreichs weiter seiner Arbeit folgen könnte. Ist das richtig? Als bekannten Kommunist seit langem vor dem Krieg? Doch. Ich denke schon. Wie lange war er so während der Besatzung erst Mitglied? Aber das weiß ich nicht 100%. Okay, aber der durfte durch den Krieg arbeiten. Und dann, also mich interessiert eben die Auskunft der Amerikaner und wie sie die Situation einschätzten bezüglich Sowjetunion, Frankreich etc. Also die Details kann ich, ich bin kein Spezialist für aber es gibt eben, ich auch nicht. Eben ganz dezidierte Reisebeschränkungen. Nicht? Also zum Beispiel wollte Heisenberg denn Institut wäre in einer französischen Besatzungszone, nicht? Führte keinen Weg sozusagen in, also weil die Franzosen auch interessiert waren, dieses Wissenschaftspotenzial in eigenen Instituten sozusagen auszubeuten. Und es gab durchaus die Befürchtung, dass eben der sowjetische Geheimdienst Wissenschaftler, die er interessant fand, hätten entführen können. Also alle 10 Leute hatten sozusagen einen Geheimdienstbetreuer. Zum Beispiel als Hahn seine Nobelpreisurkunde dann im 1946 erst in Stockholm ab, da flog mit ihm ein Geheimdienstoffizier. Nicht Göttingen war ja auch sehr nah an der Demarkationslinie, 30 Kilometer oder so. Nicht? Und man wusste auch, dass es solche Vorfälle bei den Raketenforschern gab. Okay, die Angst war vor der Entführung, nicht vor der freiwillige oder verkäufliche, also... Ja doch, wenn man sie entführt hatte, dann hatte man das Wissen auch. Ja klar, aber... Also nicht so sehr, dass da irgendwie in vielleicht wie so nach 90 ein großer Markt entstand, wo dann Uran verkauft wurde, also ich war in den 90er Jahren, also und viele sowjetische Wissenschaftler denn also zur Proliferation auch des Wissens beitrugen. Nicht? Also das war sozusagen mehr, dass man das unter Kontrolle haben wollte. Nicht? Wenn man natürlich davon ausging, dass die Sowjetunion, was ja richtig war, an der Atombombe arbeitet. Meine Frage? Eberhard Müller.
Gerade zu der Frage würde ich gerne was sagen, und zwar, aber das wissen Sie eigentlich besser, Herr Hoffmann, Manfred von Ardenne wurde ja von den Sowjets in die Sowjetunion mitgenommen. Und Manfred von Ardenne war ja dafür zuständig, praktisch die Urananreicherung für die Sowjets zu machen. Und das war ein Schlüsselbeitrag für die sowjetische Atombombe, die im, glaube ich, am 30. August 1949 dann gezündet worden ist. Und das war ja diese Entwicklung stand ja unter Beria von dem Geheimdienstchef. Und von Ardenne hat es beschrieben, wie er das Gespräch mit Beria, und da wusste er, auch das wissen Sie sicher besser. Ja, ich glaube, weil Ardenne hat viel beschrieben. Also die, von der Sache ist es richtig, nicht? Aber also er tut sich ja ein bisschen hervor, als wenn er anbietet den Sowjets, dass er das Geheimnis der Atombombe kennt und das kannte er. Er ist aber ausgezeichnet worden. Also ja, aber die höchste Auszeichnung. Aber die höchste Auszeichnung hat Nicolas Riehl bekommen, weil sozusagen Riehl war ein Metallurg oder physikalischer Chemiker, der sozusagen wusste, was man mit dem separierten Uran, wie man es aufzubereiten hatte, um dann in die Atombombe zu kriegen. Der hat die höchste Auszeichnung. Also es war, und das ist der Hintergrund, habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Also es war ja bekannt, dass eben sofort im, also Wochen nach der, nach dem Waffenstillstand oder Kapitulation und der Besetzung Berlins sozusagen die interessanten Wissenschaftler von den Sowjets sozusagen sofort sozusagen unter Beobachtung gestellt wurden und dann in die Sowjetunion ausgeflogen wurden, wo sie im Kaukasus, also sollten Spezialisten. Nicht? Also es war Gustav Hertz, der die sozusagen die Thermodiffusion sozusagen von Isotopen, aber für Glühlampen sozusagen beherrschte. Nicht? Das war Ardenne und es war Peter Adolf Thiessen. Nicht? Also alles sozusagen die zweite Reihe, die nicht direkt was mit dem Uranverein zu tun hatte. Aber da gibt es eine große Literatur. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Online-Frage noch. Und dann war dort und ich glaube, hinten der Herr hatte auch noch eine Frage. Danke. Ich habe noch zwei Online-Fragen, aber vielleicht mache ich erstmal eine und dann gehen wir wieder in den Saal. Ich habe eine Frage von Friedrich Greienkamp. Sie haben als Wede erwähnt, es gibt immer wieder Gerüchte zu dieser Ortswahl, auch im Hinblick auf die Heeresmunitionsanstalt im nahegelegenen Espelkamp. Wie ist Ihre Sicht darauf? Wo? Ich kann jetzt nicht. Espelkamp. Espelkamp? Ich kann das nur vorlesen. Da soll so eine Explosion stattgefunden haben. Nee, also es gibt immer wieder Gerüchte zu dieser Ortswahl, also das ist in Alswede. Auch im Hinblick auf die Heeresmunitionsanstalt im nahegelegenen Espelkamp. Weiß ich nicht, da weiß ich ja. Okay. Wir kennen bloß diese militärischen Bezüge nach Kunners, sozusagen nach Kummersdorf, wo ja das Heeresaffenwaffenamt war, wo eben der Diemner sozusagen einer unabhängigen Gruppe versuchte, einen Reaktor kritisch zu machen. Und dann als nächsten Schritt, da gibt es Dinge, die vor allen Dingen Herr Karlsch und ein Herr Nagel beschrieben haben. Darf ich da vielleicht, weil Herr Karlsch in der zweiten Frage vorkommt, darf ich die okay, da direkt anschließen? Von Marius Meller, was halten Sie von der Hypothese eben von Karlsch, einer deutschen, heute wohl als taktische Atombombe bezeichneten Waffe, die unter Leitung des Reichsforschungsrates von Professor Gerlach und Professor Diebner entwickelt und Ende 1944 und im März 1945 bei Buchenwald getestet wurde. Die amerikanischen und sowjetischen Geheimdienste hatten darüber Unterlagen, wie angeblich auch Filmmaterial. Außerdem ist in der Vernehmung von Albert Speer vor dem Nürnberger Prozess die Rede von US-Geheimdienstinformationen über einen ähnlichen Test in der Nähe von Auschwitz. Die Rede ist von 20.000 Opfern. Und was halten Sie von den Zyklotronen nach Professor Ardennes Konstruktion bei Bad Sarow, die noch bis 1989 in Betrieb gewesen sein sollen?
Ja, also, das wäre ein eigener Vortrag. Ja. Also vieles ist aus meiner Sicht, was da jetzt gesagt wurde, Fantasie, die sozusagen durch historische Quellen nicht... die Arbeit von Rainer Karsch ist deutlich seriöser. Hier wurde sozusagen erstmals sozusagen dieser militärische Strang systematisch dargestellt, wobei die vorgehende war eine sehr starke Konzentration auf diese Gruppe um Heisenberg. Und da wurde mir gedacht, Heisenberg, ja, wir haben nur am Reaktor gearbeitet, nicht? Und haben niemals an eine Bombe mitgewirkt oder gedacht. Das, wie gesagt, so war, wie es falsch ist. Sie waren nicht so weit. Aber in der Gruppe auch selbst hat man natürlich, wie ich versucht habe, hier klarzumachen, durchaus diese militärische Dimension zumindest gesehen. Ob man sie wollte, das ist eine andere Sache. Nicht? Und Gerlach, dann der erst 44 in diesen Bereich gang, und Diebner, der nun gezielt als, ja, war an führender Stelle im Heereswaffenamt, nicht? Das gehört ihm zu seinen Aufgaben, Waffen zu entwickeln, nicht? Der hat eben doch sehr stark versucht, diese Straße eben begehbar zu machen. Aber was auch Karsch beschreibt und auch mit Quellen aus russischen Archiven zu belegen sucht, ist meiner Ansicht auch nicht realistisch, weil sowohl Karsch, den ich sehr gut kenne und darauf immer angesprochen habe, kann im Grunde nicht erklären, wie das physikalisch funktionieren sollte. Nicht? Und insofern würde ich das sozusagen in den Bereich der Spekulation, die natürlich auch gewisse Anregung dem Historie gegeben hat. Aber ja, was er alles beschrieben hat, das ist, also auch Auschwitz, höre ich erst einmal, aber es klingt natürlich gut, nicht? Also es ist immer furchtbares Beieinander. Ich habe noch zwei Fragen im Saal. Ich glaube, der Herr und dann Sie, ja. Ja, erstmal vielen Dank für einen wirklich reichhaltigen Vortrag. Ich habe eine Frage zur Quellenlage. Die Abhörprotokolle waren doch, liege ich da richtig, begleitet von gleichzeitigen Verhören, korrekt? Wurden die Leute gleichzeitig verhört? Sie sind nur in davor verhört worden. In Farmhall sind sie nicht mehr verhört worden. Dennoch gibt es ja die Möglichkeit, wenn man als Bewacher von Internierten, die dort geführten Diskussionen auch in irgendeiner Weise anzuregen. Es hat ja ganz gut geklappt mit dem Hinweis auf den Abwurf der Atombombe über Hiroshima. Plötzlich kamen diese Gespräche. Haben Sie irgendwelche Belege dafür, dass die britischen Bewacher der Internierten auch an anderer Stelle vielleicht in die Diskussion quasi eingegriffen haben? Sicherlich, sie waren in Gestalt dieser beiden Offiziere da, aber ich würde jetzt keinen direkten Eingriff sehen. Ich meine, Sie haben da auf einen anderen Punkt hingewiesen, nicht? Die Quellensituation. Nicht? Das ist auch der Grund, warum dieses Buch nochmal, abgesehen davon, dass die Altersfrage nicht war, warum dieses Buch entstanden ist. Die Originalprotokolle sind ja nur etwa 300 Maschinen. Sie waren aber genau ein halbes Jahr. Das war sozusagen die Implikation dieser Verordnung der britischen, dass man 6 Monate Leute festhalten kann. Die kamen am 3. Juli und sind am 3. Januar nach Deutschland geflogen. Das sind 180 Tage. Und wenn man das mal zusammenrechnet, würde ich mal sagen, sind die Protokolle bestenfalls, wären ein Tag gewesen. Nicht? Also eine riesige Lücke, was auch sozusagen methodisch ein Problem ist. Und insofern sind sozusagen nur die Protokolle, meine ich, ist im Grunde die Sicht der Geheimdienste auf die Leute. Nicht?
Und insofern ist auch eine gezielte Selektion. Aber die Protokolle waren ja nicht dazu da, um historisches Wissen zu schaffen, sondern man wollte die Leute abschöpfen. Nicht? Man wollte wissen, was waren das für Leute? Sind sie vielleicht ein Kriegsverbrechen? Wie haben sie uns was verschwiegen, was wir für unsere Atombombe vielleicht noch wissen wollten? Und dann ist ja auffällig, es sind sozusagen die Hälfte sind sehr arrivierte Wissenschaftler. Nicht? Hahn, Laue, Heisenberg und Gerlach. Nicht? Die wollte man unter Kontrolle haben. Dann gibt es etwa 4 oder 5 ganz junge Leute, Postdocs sozusagen. Nicht? Das ist Hartek, so ein Übergang, Bagge, Diebner, Weizsäcker und die verfügten über Spezialwissen. Vor allen Dingen nicht, wie eine Bombe gebaut wurde. Das wussten die Amis schon sehr gut. Aber das wichtige, zentrale Problem war ja, woran die Deutschen auch gescheitert sind, war eben Uran zu separieren, weil ja nur das Uran-35 spaltfähig war. Und das war ein enormes wissenschaftliches und technologisches Problem. Und die Deutschen haben eben auch dieses Problem zu knacken versucht und spezielle sozusagen Verfahren in der Entwicklung gehabt. Und das Wissen hat die Amerikaner interessiert. So, bitte. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag. Entschuldigung, ich hatte, der Herr vor Ihnen war vorher, hat sich vorher gemeldet. Ja, schönen Dank. Ich habe auch eine Frage an Sie. Zuvor wollte ich aber sagen, Sie sprechen immer von Uran 238. Es handelt sich bei der Bombe heißt auch im Reaktor um 235 Uran. Aber das soll jetzt keine Rolle spielen. Sie haben sich mehrfach versprochen. Ich wollte fragen, im Frühjahr 1945 gab es an einem Abend in Ohrdruf, in Thüringen, in der Nähe von Ilm, eine gewaltige Explosion. Bei dieser Explosion sind etliche Menschen gestorben, 70 sollen am nächsten Tag beerdigt worden sein, begraben worden sein. Diese Explosion wurde ausgelöst durch konventionellen Sprengstoff. Allerdings hat man später Radioaktivität um dieses Explosionsfeld gefunden. Diese Atombombe oder diese Bombe von Atomwissenschaftlern zur Explosion gebracht, wurde später als eine der deutschen Atombomben dargestellt. Auch im Spiegel wurde das, ich will mal sagen, dargestellt, neben einer anderen Explosion auf der Insel Rügen. Aber diese Explosion in Ohrdruf mit Radioaktivität und Toten existierte. Also ist die Frage, was wurde mit einer solchen Bombe beabsichtigt, mit konventionellem Sprengstoff ausgeführt? Sie führt zur Spekulation, dass es sich nicht um eine Spaltung, sondern eventuell um eine Fusionsbombe, um den Versuch einer Fusionsbombe handeln könnte. Das heißt, hier ist ein Tatbestand und ich wollte Sie fragen, was man darüber weiß. Besten weiß Herr Karsch Bescheid, der hat das auch geschrieben, das ist ja hier ein Zitat. Ich bin da nach wie vor skeptisch, weil keiner kann sagen, es kann auch sozusagen eine dreckige Bombe sein, nicht das radioaktive Material eben durch die Explosion verstreut werden sollte. Wie eine Fusionsbombe funktioniert haben soll, physikalisch ist zumindest mir. Ja, aber es gab ja eine Intention, eine solche Bombe. Wir haben eine solche Bombe gezündet. Diese Bombe, wir wissen gar nicht. Gibt es Messungen?
Wir wissen noch nicht, was für eine Bombe hier zündet. Nein, ja, aber. Also insofern wissen wir, es ist beliebiger Raum zur Spekulation. Und solange Herr Karch nur sozusagen historische Sachen und nicht erklären kann, wie das physikalisch funktioniert haben soll, ist die Frage nach wie vor unbedingt. Also ich bin da einer der großen Skeptiker, obwohl ich die Arbeiten von Herrn Karch sehr schätze. Nicht? Ich habe schon bei ihm immer so, er hat wunderschöne Mosaiksteine gesammelt, aber das Bild, was er zusammensetzt, ist nicht konsistent. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zu dem Buch, was Sie hier vorstellen. Das ist nach meinem Verständnis ja die zweite Auflage. Und da würde mich interessieren, dass Sie sich so lange mit dem Thema beschäftigen und neues Material dort auch zeigen und aufarbeiten. Hat sich bei Ihnen was geändert? Hatten Sie Aha-Momente? Hat sich Ihre Sichtweise geändert? Das ist so ein bisschen meine Frage. Also erste Einladung darf ich mich, ich habe ein paar mitgebracht und bedurft es hat hier noch ein Ziegelstein mit nach Hause. Aber wie gesagt, in Zeiten der Energienot, Bücher haben hohe Werbung. Da kannst hier mit 10% der Ambition mehr lässt die Buchpreisung nicht tun. Aber Spaß beiseite. Diese Neuauflage ist entstanden aus der Tatsache, dass immer in zyklischer Weise an mich die Frage herangestellt wurde, diese Favol-Protokolle würde ich gerne haben. Ich immer dann, wenn neue Dokumente entdeckt wurden zu Heisenberg oder andere Leute oder diese berühmte diese Kopenhagen-Besuch von Weizsäcker und ja, das ist, kann man sagen, zyklisch, alle 5-6 Jahre kommt sowas. Also es war ein Bedürfnis da, der Robert Verlag wollte es aber nicht. Und dann fand sich sozusagen dieser kleine und sehr engagierte GNT-Verlag, der sozusagen das machen wollte. Und dann für mich als Wissenschaftshistoriker hat es natürlich nur Sinn gemacht, wenn man jetzt ein bisschen noch was drauf legt. Und da war eben solche Sachen, diese Originalprotokolle sind die Geheimdienstsicht. Insofern wäre es jetzt aus meiner Sicht mal sozusagen die Sicht der Internierten, dem Komplementären gegenzustellen. Und deswegen habe ich, was ich so teilweise zufällig oder durch systematische Suche so in den letzten 30 Jahren, also die erste Ausgabe ist ja fast 30 Jahre jetzt her, gefunden habe an Dokumenten, die zeitgleich, also nicht was 5 oder 10 Jahre später war, das schon durch alle möglichen Sachen verwässert, sondern Briefe, Tagebucheintragungen und andere Dokumente, bis auf eine Ausnahme, die sozusagen in dieser Internierungszeit geschrieben wurden. Und die habe ich zusammengetragen und dann hatte ich das Glück, dass ich gute Beziehungen zur Weizsäcker Familie hatte und die noch private Briefe ihrer Mutter oder ihres Vaters hatten, die inzwischen auch im Archiv leben, aber vor ein paar Jahren lagen sie aber nicht, und die ich auch aufgenommen habe. Und dann gibt es halt auch einen reichhaltigen Nachlass von Gerlach, wo ich auch einiges gefunden habe an Briefen von der Frau von Gerlach und von Gerlach selbst, die in dieser Zeit korrespondiert haben. Und Gerlach hat viel gemalt, also gezeichnet. Von ihm gibt es eine Reihe Zeichnungen über, also von Favor, die sozusagen ein bisschen Comics ist nicht geworden, vielleicht Auflage höher, aber zumindest zur Illustration des Buches. Kann ich sagen, sozusagen, dass jetzt hier eine neue Sicht etabliert und wir sozusagen unbescheiden und unsachlich. Ich fürchte, wir haben nur noch Zeit für eine Frage. Das war der Herr. Ich habe das Mikro schon. Das ist jetzt seine Rolle. Hans-Gerd Lümmerns-Röben von der Universität Potsdam. Auch meinerseits herzlichen Dank für den Vortrag und Ihre tolle Arbeit. Was mich betroffen gemacht hat in der Präsentation eben, war diese Patentanmeldung, wo ja in Anführungszeichen steht Plutoniumbombe. Ich meine, das wäre eine eindeutig militärische Intention und das meldet der zum Patent an. Das heißt, da war ja dann auch ganz klar irgendwie das Interesse einer Verwertung. Sehe ich das richtig? Das ist
das ist sozusagen klar. Nicht? Genau das, was es passt dazu. Was Karl auch, also das hat Karl gefunden in russischen Archiven. Nun muss man sagen, also die Physiker und Historiker und manche Darstellungen darüber sind. Sie sprechen die Leute online, hören Sie sonst nicht. Sie müssen jetzt nicht sprechen, genau. Manche Darstellungen sind aufgemorscht. Das ist im Grunde ein Prinzip. Patent, damit kann man noch keine Bombe bauen. Nicht? Aber ist der Hinweis, nicht? Also wir haben hier einen zweiten Kern beim Stoff. Nicht bloß dieses Uran-235, das so schwierig herzustellen ist. Und das ist ganz klar. Von da an lag auch für den Uranverein die militärische Option klar auf dem Tisch. Und er sichert sich damit das Recht. Wie bitte? Er sichert sich damit die Rechte. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist sozusagen die Erklärung der Apologeten, sag ich mal. Nicht? Das war im Grunde ein Schutzpatent. Im Grunde andere Leute eben vor. Das ist eine Behauptung, nicht? Die ich auch nicht glaube. Ja, da mache ich es wirklich ganz kurz an, weil es passt wirklich jetzt auch da. Wir haben viel Biografisches gehört. Bei der Erklärung der Göttinger 18, meine ich mich zu erinnern, es waren nicht alle 18, es waren, glaube ich, mindestens zwei weniger, das waren Bagge und Diebner. Die haben das nicht unterschrieben, soweit ich weiß. Die sind später, und das ist meine Frage an Sie, meines Erachtens beim Forschungsreaktor Geestacht gelandet. Ist das richtig? Also ich frage vor dem Hintergrund, wir hatten hier in Berlin auch einen Forschungsreaktor und bei beiden wissen wir nicht so ganz genau, ob da nicht auch militärische Forschung stattfand. Was wissen Sie über den biografischen Werdegang von Bagge und Diebner in Bezug auf Geestacht? In Bezug auf Geestacht. Bagge war ja Schüler Heisenbergs. Insofern war er in den Augen mancher Wissenschaftler nicht so ein Hallo-Tri. Anführungsstrichen, wie der Diebner, den man sozusagen, aber kommt gleich noch zu Diebner. So, Bagge ging mit Heisenberg an das KWI für Physik in Göttingen, aber Mitarbeiter, und ist dann er war dann sozusagen mit engagiert bei den Arbeiten in den 50er Jahren, wo es darum ging, die Atomenergie für verschiedene Bereiche nutzbar zu machen, wo dieses Schiff Otto Hahn, atombetriebene Hochseeschiff, da hat er mitgewirkt und dann später, eine kurze Zeit später, fehlt er schon danach, ist er Professor für angewandte Kernphysik in Kiel. Es ging alles erst nach 1955. Nicht? Da wurde die Kontrolle aus dem Stift raus. Und Diebner hat, wie gesagt, diese private Firma in Norddeutschland für Messtechnik gemacht und war dann auch sozusagen, aber nie in verantwortlicher oder direkter Mitarbeiterfunktion, aber assoziiert mit Geestach. Er ist dann relativ früh schon gestorben, in den frühen 60er Jahren. Das stimmt schon, die beiden haben diese Erklärung nicht unterschrieben. Ist das nicht? Dieser garantiert nicht, so, weil Bagge weiß ich jetzt nicht genau. Was ich darauf hinweisen wollte, ist auch eine große Zahl der Unterzeichner der Göttinger 18 sind VMH-Leute. Und vor allen Dingen der Initiator war unser Weizsäcker. Und solche Leute wie Hahn, Heisenberg finde ich nicht so sehr, also aktiv meine ich, aber vor allem Gerlach und Weizsäcker, die waren natürlich die Motoren sozusagen dieser Tür. Und das ist meiner Ansicht aus der Erfahrung von Hall entstanden und wenn ich noch Zeit habe, wird dazu auch mal was erscheinen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Damit muss ich das hier schließen, weil wir sind eh schon über der Zeit. Bedanke mich ganz herzlich für Ihre Fragen, auch an das Publikum online. Ja, und es gibt unten noch ein bisschen Wein, also ein paar Fragen können Sie da vielleicht noch loswerden. Genau. Vielen Dank.